Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival. In dieser Folge wollen wir einmal den Dorn im Auge des Betrachters entfernen, sprich die Scheune aus meinem Auge. Denn sie liegt einen Block genau neben dem Raster, als wir das nämlich erstellt haben mit dem Rathaus hier. Da stand die Scheune bereits und ich finde es ein bisschen schade, dass sie dann genau um einen Block daneben liegt. Das stört mich ein bisschen und daher wollen wir sie diese Folge einmal komplett abreißen und hier vorne wieder aufbauen. Also es ist wirklich nur ein Block in jede Richtung, hier nach vorne, nach rechts und nach unten. Und dann sitzt sie auch perfekt im Raster. Die einzelnen Einheiten der Scheune sind auch schon im Raster angelegt. Das heißt, da müssen wir gar nichts großartig verändern. Wir müssen sie einfach nur nehmen und hier um einen Block hinschieben. Ja, und das mache ich natürlich in einem sehr schnellen Zeitraffer, dass das auch alles in eine Folge passt. Ich denke mal, das wird sonst länger dauern. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, wie lange es gedauert hat, diese Scheune hier zu errichten. Das Ganze werdet ihr dann von oben sehen durch den Replay-Mod. Ich werde jetzt gleich ein paar Kisten holen und dann die ganzen Ressourcen, die ich hier abhaue, da einlagern und im Anschluss wieder aufbauen. So, dann wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns nach dem Errichten dieser Scheune hier wieder.
Thank you.
Thank you.
So, meine Lieben, die Scheune wurde einmal abgerissen und neu errichtet. Sie steht jetzt einen Block weiter hier Richtung Dorf. Ich hoffe, ich habe das Ganze hier 1:1 nachbilden können. Mir ist aufgefallen, dass das Dach ein Block niedriger war. Also das ist jetzt auch im Raster. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr Treppen benötigt hier. Da, jetzt sieht man auch den Balken. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, ne? Wenn wir jetzt hier einmal hochgehen, dann haben wir auch ein bisschen mehr Kopffreiheit. Ihr seht es, direkt ein bisschen mehr Volumen. Man sieht hier auch das Ständerwerk. Eigentlich ganz schön. Und wir konnten hier an die Balken dann auch die Fackeln dran platzieren. So, der Rest ist aber 1:1 so gewesen, wie er war. Außer jetzt die Ballen. Da habe ich mir jetzt nicht gemerkt, wie die platziert gewesen sind. Ich meine, hier waren drei, da war so ein Haufen. Ich denke, das ist soweit in Ordnung. Ja, hier fehlt jetzt noch ein Tor. Und da müssen wir in der nächsten Folge einmal hier die ganzen Gehege wieder anschließen, dass die Tiere auch in den Stall, also in die Scheune gelangen können. Ja, und den Eisengolem, wenn möglich, dann auch befreien. So, das allerdings auch in der nächsten Folge. Da würde ich dann auch überlegen, ob die Schweine hier nicht ein wenig größeres Terrain kriegen. Jetzt ist gerade die Leine hier reingedroppt. Die holen wir doch direkt einmal noch raus. Ja, ein Schwein ist auch ausgebüxt. Das mussten wir leider schlachten. Ja, so, nein, du bleibst drinne. So, es wird auch Nacht. Perfektes Timing. So, ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Abonniert den Kanal, um weitere Folgen nicht zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.